Herzlich willkommen zu HT1 Innviertel und Neuigkeiten aus den Bezirken Braunau, Ried und Schärding. Heute geben sich die Studiogäste quasi die Klinke in die Hand bei uns. Wir haben interessante Talks für Sie vorbereitet. Und natürlich gibt es wieder spannende und unterhaltsame News aus den Bezirken Braunau, Ried und Schärding. Ja, und wir sind mitten im wunderbarsten Frühling und passend dazu gibt es in Braunau die Frühjahrsmesse, die unmittelbar bevorsteht. Und ich begrüße ganz herzlich dazu bei mir im Studio den Obmann der Messe Braunau, Christian Heidinger, und den Leiter der Messe, Herwig Untner. Herzlich willkommen im Studio. Herr Untner, es geht um Lifestyle, Gesundheit und Kulinarik bei der Messe vom 24. bis 26. April. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, beginnen wir beim Lifestyle. Der Lebensstil, das äußere Erscheinungsbild des Menschen soll hier die Hauptrolle spielen. Also Mode, Beauty, Accessoires, all diese Dinge sollen hier das zentrale Thema bilden. Stichwort Gesundheit. Gesundheit wollen wir zu einer echten Gesundheitsschau machen. Also nicht die Krankheit in den Vordergrund stellen, sondern eine gesunde, positive, lebensbejahende Lebensweise, und das soll im Vordergrund sein bei der Gesundheit. Und die Kulinarik natürlich? Wie der Name schon sagt, die kulinarischen Genüsse in flüssiger und fester Form, regional wie international, wird eine ganz tolle Bühne geboten werden und eine Menge sehens- und kostenswerter Produkte erwarten hier die Besucher. Und zu diesen Themen sind zahlreiche Aussteller da und es ist aber auch vom Rahmenprogramm her einiges zu erwarten, oder? Passend zu den verschiedenen Themenschwerpunkten gibt es ein sehr interessantes Rahmenprogramm. Das ist bei der Gesundheit beispielsweise eine Menge hochkarätiger Vorträge. So wie beim Lifestyle haben wir dann die Modenschauen, die wir anbieten, allerdings im Kulinarium, wo einfach der geselligere Teil der Messe sich abspielen wird. Und Live-Musik am Abend, weil die Messe, die kulinarische, ja auch bis 21 Uhr Freitag, Samstag geöffnet halten wird. Und ich denke mal, also es wird auch für sehr viel Unterhaltung und sehr gute, hochwertige Information gesorgt. Wunderbar, da tut sich ja einiges. Herr Heidinger, die Messe ist noch relativ jung von der Idee her, aber offenbar hat die Messe Braunau da einen Volltreffer gelandet. Ja, wir haben letztes Jahr dieses Format mit neu gestartet und der Zuspruch war bereits sehr gut. Wir waren gut ausgelastet und waren auch gut besucht. Und im heurigen Jahr ist es so, dass wir bereits Wochen vor Veranstaltung der Messe ausgebucht waren und da sind wir eigentlich sehr glücklich, das hat uns sogar etwas überrascht. Die Messe hat Potenzial, stellen wir fest. Das heißt für die Zukunft? Das heißt für die Zukunft, dass wir vielleicht daran denken müssen, einmal die Halle 1 auch so aufzubereiten, um uns dann dort auch erweitern zu können. Es würde mich sehr freuen, wenn es so ist. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die diesjährige Messe und dann noch viel mehr für die Pläne in der Zukunft. Danke fürs Kommen ins Studio. Alles Gute. Danke. Danke. HT1 präsentiert die Frühjahrsmesse Braunau. Lifestyle, Gesundheit und Kulinarium. Mit Freude fit durchs Leben. Da darf natürlich auch das gepflegte Glaserl Wein nicht fehlen. Dazu gesundes und deftige Schmankerl aus der Region. Na dann, Prost und mit dem neuen Fahrrad sportlich in den Frühling starten. Die Aussteller freuen sich auf viel Lifestyle, Gesundheit, Kulinarium und natürlich auf Ihr Kommen. Von 24. bis 26. April im Messegelände Braunau. www.messebraunau.at. Und ich darf jetzt ganz herzlich zwei Gäste im Studio begrüßen. Es geht um einen tollen Event demnächst in Walzell, in und um Walzell. Herzlich willkommen, Caroline Fischer-Leitner, Präsidentin vom Ladies Circle Ried. Herzlich willkommen. Und Franz Gattermann von der Laufgemeinschaft Innviertel. Ihr beide organisiert gemeinsam ein tolles Laufevent, nämlich den dritten Frauenlauf am 1. Mai. Herr Gattermann, wann geht's los? Was kann man sich vorstellen? In erster Linie ist es ein Bewegungsangebot für alle Frauen und Mädels aus der Region. Und es beginnt um 11 Uhr mit einem gemeinsamen Start. Jede hat 2 Stunden Zeit, sich als Nordic Walkerin oder als Läuferin auszupowern. Und ab 14 Uhr gibt es dann eine sogenannte After-Run-Party, wo dann der gesellschaftliche Teil bzw. wo wertvollste Warenpreise oder Gutscheine unter allen Teilnehmerinnen verlost werden. Sie haben gesagt 2 Stunden Zeit. Welche Strecke kann man sich da vorstellen? Es werden 2 Strecken angeboten, 4,5 Kilometer und 6,4 Kilometer.
Und wie gesagt, man sollte eine Streckenlänge in diesem Zeitraum leicht schaffen. Und wer gut drauf ist, kann auch mehrere Runden in diesen 2 Stunden drehen. Das heißt also, da sind Hobbysportlerinnen willkommen, Freizeitsportlerinnen. Man muss da gar nicht drauf hin trainieren wie wild, sondern es richtet sich eigentlich an alle, die sich gern bewegen. Richtig, nachdem man weiß, dass die Bewegung oder die moderate Ausgleichsbewegung das Wichtigste ist, um von dem Alltagsstress Abstand gewinnen zu können. Und das Ganze mit Freundinnen oder Freunden, glauben wir, dass das eine tolle Sache für alle Teilnehmerinnen wird. Mhm. Frau Fischer-Leitner, apropos Teilnehmerinnen, Ladies Circle organisiert das Ganze ja auch mit für einen guten Zweck. Was ist da der Beitrag des Ladies Circles? Wir machen das jetzt schon das dritte Mal in Kooperation mit der LG in Viertel. Und ein Teil des Nenngeldes wird für einen sozialen Zweck gespendet, und zwar für den Sozialmarkt des Geschäfts in Ried im Innkreis. Das ist ein Geschäft, wo man zu sehr günstigen Preisen einkaufen kann. Das gilt für Familien, wo das Haushaltseinkommen unter einer gewissen Grenze liegt. Mhm. Und das unterstützen wir mit einem Scheck dann, was von uns auch noch aufgerundet wird auf eine schöne, namhafte Summe. Schön. Und die Mitglieder des Lady Circles werden wahrscheinlich vollzählig antreten? Ja, wir sind derzeit 21 Mitglieder. Und ja, es werden wieder 19, 20 mitmachen. Da sind auch welche dabei, die sonst nicht so sportlich sind. Aber da bei dem Vogue gehen sie einfach mit und ja, machen für sich selber auch was Gutes. Also ich kann nur aufrufen, dass man mit einer Freundin oder mit einer Nachbarin mitmacht und ja, nicht nur für sich selber, sondern auch für den guten Zweck mitmacht. Das Mitmachen ist ja ganz einfach, nicht? Man muss sich nicht vorher anmelden, man kommt einfach hin. Wenn Sie noch mal ganz kurz sagen, wo das genau ist, wann es losgeht. Natürlich kann man heutzutage sich auch jederzeit online unter www.frauenlauf.at anmelden, aber es ist bis eine Stunde vorher, das heißt, wenn man bis spätestens 10 Uhr am sogenannten Spurbahnhof im Bleckenwegen 2 in Waldzell erscheint, lässt man sich durch aufschreiben, man bekommt Startnummer, Startsackerl mit bestimmten auch schon Werbegeschenken, also im Grunde genommen zahlt sich das schon aus, wenn man rein rechnerisch das betrachtet. Und dann geht's los. Dann geht's zu einer los, tollen Veranstaltung. Zu einer tollen Frischluftveranstaltung. Ja. Genau. Apropos tolle Veranstaltung. Lady Circle Ried plant ja noch eine weitere sehr interessante Veranstaltung. Es geht um einen Vortrag zum Thema Resilienz. Wann soll das sein und was kann man sich darunter vorstellen? Das ist am 6. Mai, Mittwoch. Thema Resilienz oder psychische Widerstandskraft im Alltag. Da berichtet eine betroffene Dame, die ist selber Mitglied vom Ladies Circle, über den Umgang mit Krankheit. Die ist vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankt, mit knapp 30 Jahren. Und ja, wie sie das gemeistert hat und was ihr geholfen hat in einer Krisensituation, von dem erzählt sie gemeinsam mit einer Therapeutin. Und es geht aber nicht nur um Personen, die krank sind, sondern allgemein in Krisensituationen und wie man sich selber wappnen kann, dass man gestärkt durch sowas durchgehen kann. Und das wird sein am 6. Mai wo? Um 19.30 Uhr in der Volksbank Ried im Innkreis, im ersten Stock, Eingang über den Rossmarkt. Genau, und Eintritt ist eine Freispende. Es ist eine freiwillige Spende und der Erlös kommt der Oberösterreichischen Krebshilfe in Viertel zugute. Wunderbar, schöne Dinge, auf die wir uns freuen können. Danke für den Besuch im Studio. Alles Gute. Danke ebenfalls. Und wir machen noch einen Blick in den Bezirk Ried, bevor wir einen überirdischen Studiogast begrüßen dürfen. Der Technologieengel Christian Reich wird zu uns ins Studio kommen. In Ried gehen die Straßenbauarbeiten zügig voran und mit der Neugestaltung der Lukhofer Kreuzung wird der Zugang zu den Innenstadtplätzen aufgewertet. Wir befinden uns hier an der Lukhofer Kreuzung. Man sieht's. Die Arbeiten sind im vollen Gang. Auf der einen Seite werden die Leitungen gerade eingebracht, von Glasfaser über Strom, Wasserleitung bis hin zum Kanal. Auf der anderen Seite laufen parallel dazu die gesamten Pflasterarbeiten und es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann fehlt auch das Langhaus, das derzeit im Innenbereich bereits abgerissen wird. Und jetzt unmittelbar auch mit dem Gesamtabriss dieses Hauses begonnen wird. Wenn also weiter alles nach Plan läuft, wird hier der Verkehr bald ungehindert rollen. Auch mehr Parkplätze stehen dann zur Verfügung und der nächste Bauabschnitt kann in Angriff genommen werden. Wir rechnen aufgrund des Zeitplans damit, dass die Verkehrsfreigabe im Mai
erfolgen wird. Es werden dann noch Fertigstellungsarbeiten durchzuführen sein, zum Beispiel die Errichtung des Parkplatzes dort, wo jetzt das Langhaus steht. Und unmittelbar nach der Verkehrsfreigabe hier an der Lukhoferkreuzung beginnen wir ja bereits wieder mit den Bauarbeiten an der Hartwanger Straße, die bis zu den beiden Kreuzungsbereichen einerseits Einfahrt-Kirchenplatz, andererseits den Kreuzungsbereich Promenade Hartwanger Straße umfassen. Dieser Bereich wird künftig im Gegenverkehr befahrbar sein. Das bedeutet eine Temporeduktion für den motorisierten Verkehr und mehr Sicherheit für alle, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger. Es ist grundsätzlich so, dass Verkehrssicherheit, aber auch die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Flüssigkeit des Verkehrs einfach eine ganz erhebliche Rolle spielt in Verbindung mit Emotionen. Und wenn die Zu- und Abfahrtsmöglichkeit zur Stadt und von der Stadt entsprechend verbessert wird, wenn Fußgänger ein hohes Maß an Verkehrssicherheit für sich beanspruchen können und auch so empfinden, ja, dann führt es eben auch dazu, dass ganz im Besonderen der Handels- und Wirtschaftsstandort Ried damit aufgewertet und verbessert wird und die einzelnen Betriebe, Fachbetriebe in unserer Innenstadt auch von diesen Baumaßnahmen profitieren. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Ausbildungsplätze für jugendliche Schulabgänger und da geht es letztlich darum, dass ein hohes Maß an sozialer Kontaktfähigkeit gerade durch die vielen Fachgeschäfte in Ried mit den Kunden gepflegt werden und damit eigentlich ein hohes Maß an Lebensqualität zusätzlich akquiriert werden kann. Und das Ganze verbessert durch derartige Bauprojekte. Große Freude im Hause Hammerer. Die Rieder Werbeagentur wurde aus einer von nur 9 Agenturen aus Österreich mit der Eintragung ins Buch zum Jahr der Werbung ausgezeichnet. Das Jahr der Werbung ist ein deutscher Wettbewerb, der von einer Jury als herausragend bewertete Kommunikationsmaßnahmen auszeichnet und diese neben weiteren ausgewählten Arbeiten in einer Publikation dem Buch zum Jahr der Werbung veröffentlicht. Ja, es war für uns wirklich eine äußerst erfreuliche Mitteilung, dass wir ins Buch zum Jahr der Werbung 2015 aufgenommen worden sind. Bei diesem Buch wählt ja eine internationale Jury die besten und herausragendsten Arbeiten aus dem Bereich Kommunikation und Werbung aus. Und dass wir hier als nur eine von nur 9 Agenturen aufgenommen worden sind, das macht uns zum einen sehr stolz und zum anderen zeigt es auch, dass wir für unsere Kunden, mit unseren Kunden absolut auf dem richtigen Weg sind. Ihren Ausgangspunkt findet die Auszeichnung in Form der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Duo. Grundsätzlich war es so, dass wir uns nach Jahren wieder mal überlegt haben, wir müssen eine neue Homepage machen. Und wie es bei uns in den jeweiligen Unternehmen natürlich auch ist, war der Grundgedanke da, es soll was sein, was kein anderer hat. Unsererseits war es grundsätzlich so, dass wir gesagt haben, die Agentur genießt die größtmögliche Freiheit in der Umsetzung, in der Planung. Und was im Endeffekt bei diesem Auftritt herausgekommen ist, ist aus meiner Sicht sensationell. Das Wichtigste ist einmal zuhören. Also das ist das Erste, was man lernen muss, gerade auch zwischen den Zeilen zu lesen, dass man herausfindet, was will der Kunde oder was ist den Kunden am wichtigsten. Ein Kunde hat viele Zielsetzungen, will rasch gefunden werden, die Seite muss leicht und einfach zu navigieren sein. Kurzum, es sollte ein starker und einprägsamer Unternehmensauftritt werden. Deswegen sind wir auch auf diese Lösung dann gekommen, einerseits mit Responsive Design von der Technik her, und das andere, den Film als Medium verstärkt im Internet einzusetzen. Die Homepage hebt sich von allen bisher Dagewesenen ab. Also ich habe bis jetzt noch keine Homepage gesehen in einer ähnlichen Form. Hammerer zeigt, dass Erfolge dieser Größenordnung nicht immer eine Frage des Budgets sein müssen. Kommunikationsstrategien auf diesem Niveau sind vielmehr eine Frage von Kreativität und Innovationsgeist. Und das macht uns schon sehr stolz, auch dass wir über Mitarbeiter verfügen, die hier mit einer hohen Kompetenz auf der einen Seite und aber auch auf der anderen Seite mit einem sehr hohen Engagement an derartige Projekte herangehen, mit dem Vertrauen durch unsere Kunden wir derartige Projekte auch umsetzen dürfen und dann das zu so einem Erfolg auch summa summarum werden kann. Musik.
Fachschule am Bauernhof. Am 12. Dezember präsentierte sich die Landwirtschaftliche Fachschule Otterbach im Rahmen ihres Tags der offenen Tür. Ja, die Landwirtschaftsschule Otterbach steht mitten auf einem 90 Hektar großen Bauernhof. Die einzige Landwirtschaftsschule mit einem Bauernhof und damit diese tolle Möglichkeit der Praxis und vor allem den Schülerinnen und Schülern eine gute Entwicklungsmöglichkeit gibt. Von der hauseigenen Fleischverarbeitung über allerlei verschiedene handwerkliche Gegenstände bis hin zum Schnapsbrennen wird in der Fachschule Otterbach der Fokus vor allem auf praktisches Arbeiten gelegt. Wir bilden Landwirte aus, die sich spezialisieren können in Milchviehhaltung oder Ackerbau und Mast oder im Schwerpunkt Forstwirtschaft. 3 Jahre Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter oder Forstfacharbeiter, wenn der Forstschwerpunkt gewählt wird. Wir haben ein Modell, das Modell Land und Wirtschaft, wo man mit diesen 3 Jahren Fachschulen plus 2 Jahre handwerklicher Lehre 2 Berufe in 5 Jahren erlernen kann. Am Tag der offenen Tür wurden Interessierte von den Schülern selbst durch die Praxisräume geführt. Diese erklärten auch, warum Otterbach die richtige Wahl ist. Ich habe mich für den Fachbereich Ackerbau-Most entschieden, weil wir hauptsächlich Ackerbau- und Rindermostdarm haben. Und in Most, besser gesagt, Tierhaltung, da lernen wir viel über die Rindermost. Ja, ich bin vor allem hergegangen, weil es eine bekannte Schule schon ist, weil man viel Praxis hat und weil es so eine abwechslungsreiche Schule ist. Ich bin in Forstwerbung gegangen, weil ich dadurch einen zweiten Facharbeiter auch noch machen kann, also einen Forstfacharbeiter. Und das ist für mich da sehr wichtig, weil ich möchte im späteren Leben da Förster oder so in die Richtung gehen. Ja, ich habe mich für die Schule entschieden, weil wir so einen Milchviehbetrieb da haben und auch eine Direktvermarktung mit 180 Schweine und 85 Kühe ungefähr. Und ja, mein Schwerpunkt ist Milchviehhaltung, weil ich mich einfach für die Kühe mehr interessiere und ja. Wir haben selber einen landwirtschaftlichen Betrieb daheim mit 28 Milchkühe und ich bin im Milchviehschwerpunkt und weil mich das so interessiert. Ja, wir bieten zusätzlich Freifächer an, je nach Neigung. Wir haben eigene Fischteiche, wo Fischerei unterrichtet wird. Es wird natürlich auch Jagd unterrichtet. Man kann bei uns auch den Jagdschein machen, die Führerscheine, Traktorführerschein, Mopedführerschein, auch Autoführerschein dann ab dem 3. Jahrgang und Schuhplatteln. Bei so vielen Möglichkeiten bleibt für die Besucher nur noch eine Frage offen. Anmeldung ist jederzeit möglich, über die Homepage, telefonisch. Bis Mitte März sind Anmeldungen erwünscht. Ja, und ich darf jetzt meinen nächsten Studiogast begrüßen. Es handelt sich um ein, würde ich sagen, überirdisches Wesen, nämlich um einen Engel. Es ist der Technologieengel Christian Reich. Herzlich willkommen im Studio. Ja. Was kann man sich unter dieser Bezeichnung vorstellen? Also als Engel begleite ich Menschen im Umgang mit den neuesten Technologien und ermögliche ihnen den sorgenfreien Zugang. Mhm. Wie kann man sich das im Detail vorstellen? Das heißt, ich berate und unterstütze Menschen im Umgang mit Smartphones, Tablets, PCs und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Und warum gerade Engel? Weil ein Engel für meine Begriffe jemand ist, der Menschen auf Dauer unterstützt und zur Seite steht. Mhm. Ist es so, dass vielleicht dadurch, dass ja die Personen, die diese neuen Medien und auch die Geräte nutzen, ja auch immer älter werden, dass das vielleicht eine spezielle Zielgruppe für sie ist? Ja, genau. Ich helfe diesen Menschen, diese Hemmschwelle, die sie durch die Komplexität der modernen Welt bildet, einfach zu überwinden. Wie kann man sich das im Detail vorstellen? Das heißt, ich berate Menschen zum einen bei technischen Neuanschaffungen, damit wir genau das Produkt finden, das für meine Kunden passt. Und zum anderen unterstütze ich sie dann, wenn Fragen, Probleme oder dergleichen auftreten. Also es beginnt schon beim Kauf des Handys zum Beispiel, dass man das richtige Modell nimmt und dass man dann schaut, okay, wie verwende ich es, wie mache ich die Einstellungen, diese Dinge. Genau so ist es. Mhm. Was würden Sie sagen, Herr Reich, was unterscheidet Sie von anderen Anbietern in dieser Branche? Sehe mich selbst als einen ständigen Begleiter von Menschen. Das heißt, es endet nicht bei einem Auftrag,
sondern ich bin auch für kurze Beratungen per Telefon dann für meine Kunden da und begleite sie in der modernen Welt als Gesamtes auf Dauer. Mhm. Ihr Firmensitz ist in Ried, ist noch eine sehr junge Firma. Genau. Und was ist Ihr Einzugsgebiet? Einzugsgebiet ist Ried grundsätzlich, Großraum Ried und auch noch das Innviertel. Mhm. Wunderbar, dann sage ich danke für den Besuch im Studio und alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Danke. Neues Eigenheim, Gesamtlösungen für Wasser, Heizung und Wohnraumlüftung von Ihrem Installateur Pointner Manfred. Zum Start der Motorradsaison bietet das Verkehrsressort des Landes Oberösterreich einen 50-Euro-Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining, speziell für Wiedereinsteiger und Fahranfänger. Einfach bestellen unter motorradtraining@ooe.gv.at. Mehr Informationen gibt's unter www.verkehr.ooe.gv.at. Einladung zum Gesundheitsdialog, die beste medizinische Versorgung für alle, heute und morgen. Gesundheitsdialog am 28. April um 16 Uhr im Bundesschulzentrum Ried in der Gartenstraße 1. Anmeldung unter ges.post@ooe.gv.at. Im Holz- und Werkzeugmuseum Lignorama in Riedau gibt es jetzt wieder neue Werke zu bewundern. Mit der Eröffnung der Ausstellung Schichtungen, die Summe der Teile des Künstlers Hans Schmidt kommen Kunstliebhaber ganz auf ihre Kosten. Im Holzmuseum Lignorama in Riedau präsentiert der in Seekirchen am Wallersee lebende Künstler Hans Schmidt eine Auswahl von subtil und komplex gefertigten Skulpturen aus Holz. Die Kunst ist eigentlich eine plastische Kunst, eine Skulpturenkunst, die aus lauter kleinen einzelnen Teilen sich zusammensetzt. Also aus tausenden kleinen Teilen, Schicht für Schicht, werden diese Sachen konstruiert. Man sucht ja eigentlich immer Holzkünstler bei uns hier im Lignorama und da war natürlich dann der Weg nicht weit, auch um Hans Schmidt eine Ausstellung hier, eine Personale zu widmen. Und letzten Herbst haben wir ihn eingeladen hierher ins Lignorama und das letzte halbe Jahr, glaube ich, hat der Künstler ja intensiv an dieser Ausstellung gearbeitet. Die gleichsam belanglosen Holzstücke wurden im Kollektiv zum Kunstwerk erhoben. Zur Ausstellung sprach ein guter Bekannter des Künstlers. Mit seinen Worten wurde die Ausstellung offiziell eröffnet. Der Hans Schmidt und ich kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Wir sind sehr eng befreundet. Wir leben beide in Seekirchen am Wallersee. Ich bewundere seine Kunst schon seit langem und als er mich gefragt hat, ob ich bereit bin, heute Abend bei der Eröffnung hier im Lignorama zu sprechen, war ich richtig erfreut. Auf Einladung des Museums waren auch zahlreiche Gäste zu dieser Eröffnung angereist. Kunstliebhaber und Künstlerkollegen hatten hier die Möglichkeit, die aufwendigen Kunstobjekte vorab zu bewundern. Ja, also sie sind sehr interessante Werke. Da sieht man wieder mal, was für Ausstrahlung die Kunst eigentlich in so einem Ambiente hat, was für Anziehungskraft so Kunstwerke haben. Und gerade im Speziellen bei den Objekten ist echt faszinierend. Ja, die sind sehr beeindruckend, die Kunstwerke. Es ist einfach, wenn man es anschaut, irgendwie strahlen sie eine Art Ruhe oder eine irrsinnig angenehme Atmosphäre strahlen sie aus. Und das ist beeindruckend. Mich beeindruckt die Ausstellung wirklich, was man aus Abfall so machen kann. Und auch die Ideen einbringen in ganz gewöhnlichen Abfall. Also es ist wirklich schön, wie das gemacht ist. Damit auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum ökologischen Diskurs zu leiten, ist dem Künstler nicht unwichtig. Die Ausstellung Schichtungen, die Summe der Teile, ist noch bis 7. Juni, jeweils Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nur Muttertag haben wir geschlossen. Nähere Informationen zu dieser Ausstellung inklusive der Öffnungszeiten finden Sie auch unter www.lignorama.com. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt.
Jungdesignerin Katharina Zopf, heiraten rund um den Globus und die besten Rezepte für Ostern. Die Oberösterreicherin jetzt im Zeitschriftenhandel. Garleitner Natursteinmauern, präzise Handverlegung mit Stützbeton. Jede Herausforderung gewachsen, ob Steinmauer, Kräuterbeet, Feuerstelle mit integrierter Sitzbank, Sichtschutzmauer, freistehende Stiegen und vieles mehr. Freuen auch Sie sich über ein schönes, zeitloses Mauerwerk aus Natursteinen für immer. Näheres unter www.garleitner-natursteinmauer.at. Dem heiligen Georg zur Ehr findet am 26. April der traditionelle Georgi-Ritt statt. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr. Nähere Informationen unter www.georgiritt.at. Ein wahres Feuerwerk an Virtuosität, Spielenergie und Freude an der Darbietung. Verpackt in kurzweilige Showelemente und lustige Gags. Das ist das Mundharmonika-Quartett Austria. Demnächst auch in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Sie. Das da ist der Gasthof Riedberg. Das ist der Kali. Ein Mordstrom wird dazu. Das hervorragende Essen da kommt aus der Küche. Das ist der einzigartige Bierkeller. Ja, und das da, das ist die neueste Aktion. Alles klar? Alles bestens. Die Oberösterreichische Thermenholding feiert 10. Geburtstag. Und alle dürfen mitfeiern. Zum Beispiel mit einem gratis Geburtstagsschnitzel im April in der Salzkammergut-Therme Bad Ischl. Einfach Geburtstagspass in einer der Euro-Thermen abholen und genießen. Damit darf ich mich für heute wieder von Ihnen verabschieden. Danke im Namen des gesamten HT1-Teams, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Genießen Sie die Frühlingssonne, passen Sie gut auf sich auf und bis bald wieder bei HT1 und Neuigkeiten aus dem Innviertel. Guten Tag und herzlich willkommen wieder bei HT1 und Neuigkeiten aus den Bezirken Christkirchen und Eferding. Der Frühling startet ja endlich so richtig durch und das bedeutet, es tut sich wieder einiges im Hausruckviertel. Bei uns erfahren Sie alles, was für einen gelungenen Start in den Frühling wissenswert ist. Das Geschehen auf HT1 wird Ihnen präsentiert von Max Center. Best Jobs Inside. Und ebenfalls auf einen kräftigen Auftakt im Frühling freut sich der Kiwanis-Club Christkirchen und zwar mit einer richtig schnittigen Oldtimer-Rallye, die demnächst stattfinden wird. Dazu begrüße ich herzlich den Rallye-Beauftragten des Kiwanis-Club, Christoph Holzinger. Herzlich willkommen im Studio. Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wann geht's los und was erwartet die Teilnehmer? Ja, es geht los am 25. April, nächste Woche Samstag, um 9 Uhr bei der Stadteinfahrt Christkirchen. Im ehemaligen Völlner Gelände, jetzt Böttinger Entsorgungstechnik. Und was steht am Programm? Wir veranstalten eine Rallye für Oldtimer und nicht zu vergessen Sportwagen, schöne Cabriolets, Roadster. Das wird eine Rätselrallye sein, die über eine Strecke von ca. 50 Kilometer führt. Dort gibt es verschiedene Stationen mit einem Roadbook begleitend. Und dann kommt es darauf an, wie gut die Teilnehmer sind und vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Also nicht nur die Geschwindigkeit zählt, sondern auch Köpfchen. Genauso ist es. Okay, darüber reden wir gleich weiter. Zuerst werfen wir noch einen kurzen Blick in den Bezirk Christkirchen. Zum Beispiel wurden die ehrenamtlichen Helfer vor den Vorhang geholt. Die größten Helden des Alltags bleiben meist unsichtbar. Ob Rettung und Feuerwehr, sportliche, kulturelle oder soziale Einrichtungen. Der Abend des Ehrenamts im Schloss Parz soll zeigen, wie wichtig derartige Dienste für die Allgemeinheit sind. Ja, sehr, sehr wichtig. Unendlich wichtig, würde ich sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir in Christkirchen über 100 Vereine haben. Und wenn man dann schaut, also was da geleistet wird an Stunden,
was da an Arbeit, an Menschlichkeit, an Nächstenliebe gezeigt wird, an Jugendförderung gemacht wird, an Talenten gefördert werden, dann ist das was, was einfach eine Stadt leben lässt. Viele wichtige Leistungen könnten ohne Ehrenamtlichkeit in unserer Gesellschaft nicht aufrechterhalten werden. Die Ehrenamtlichen tragen die ganze Organisation. Es ist nur dann, wenn die Ehrenamtlichen keine Zeit haben, weil sie in der Arbeit sind, dann werden hauptberufliche Mitarbeiter eingesetzt, um das System auch untertags aufrechtzuerhalten. Einfach mal Danke sagen. Das war die Devise beim Abend des Ehrenamts. So wurden viele ausgezeichnet, die sonst im Hintergrund agieren. Das Projekt ist eine integrative Ferienwoche und wichtig war mir einfach, dass behinderten Kindern und Jugendlichen auch ermöglicht wird, dass an einem Ferienprogramm teilnehmen können. Und da haben wir eben verschiedene Workshops, wo sie teilnehmen können, Theater, Rolli, Tanz und viele andere. Ein dementer Mensch, ein einsamer Mensch, ein alter Mensch, ein kranker Mensch hat Bedürfnisse, die ja jeder Mensch eigentlich schenken und stillen kann. Wir haben eine Aktion, die heißt, bring dein Hobby mit. Wenn du stricken kannst, machst du doch bei uns im Heim. Irgendwer schaut gern zu. Wir haben einen Teil seelsorgerischen Bereich, der geführt wird durch die Schwester Rufina und den Besuchsdienst. Und das ist eine ganz wichtige Entlastung für uns vom Pflegepersonal. Für besondere Dienste, die sich teilweise über mehrere Jahrzehnte strecken, wurde später noch das Verdienstzeichen der Stadt Christkirchen an Gerhard Gschwandner, Johann Mooshammer und Alfred Meyer verliehen. Ja, es ist in erster Linie einmal eine große Ehre und ein Dankeschön für das, was man, glaube ich, ziemlich lang gemacht hat in der Zwischenzeit. Ein Problem ist oft der mangelnde Nachwuchs. Wir wollten wissen, wie man heute noch junge Menschen für die gute Sache gewinnen kann. Bei uns ist es ja so, dass wir sowohl im Kindergarten auch bei uns haben, durch ein Kinderkrippenspiel oder eine Märchenaufführung. Bei der Firmung gibt es einen Baustein bei uns im Haus. Die Firmlinge kommen zum Bäumbuschenbinden und schenken die dann unseren Heimbewohnerinnen. Also die Jugend ist jetzt nicht primär als Erster bei uns ehrenamtlich tätig, aber sowohl als auch. Genau dort ansetzen, wo die jungen Leute, wo die Kinder sehr, sehr wissbegierig sind, wo sie neugierig sind, wo spielerisch was entdecken können und dann wachsen sie rein in die Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist unendlich wichtig. Nathan Bach lud zum 20-jährigen Jubiläumskonzert und die Mehrzweckhalle in Natternbach war bis zum letzten Platz gefüllt. Das war aber nicht immer so. Wie die ersten Konzerte gemacht haben, da war der Besuch nicht so groß. Da haben alle geglaubt, der Ziehharmonika. Da wird wahrscheinlich ein bisschen Volksmusik gespielt und volkstümliche Musik. Mittlerweile spielen wir, wie wir auch beim Konzert hören, also von Toto, Rosane wird noch kommen, Queen. Also quer durch den Gemüsegarten eigentlich alle Art von Musik kann man damit spielen. Natternbach zählt zur Akkordeonhochburg in Oberösterreich und so zeigten auch die Jüngsten, die Akkoschlümpfe, ihr Können. Das Akkordeon oder Ziehharmonika kommt meist vereinzelt in Orchestern vor, aber gleich ein ganzes Orchester ist selten. Ich wollte den Kindern, meinen Schülern, Musikschülern mehr bieten, als nur den Musikunterricht. Also ich habe mir gedacht, ich möchte mehr machen, dass das Akkordeon wieder attraktiv und wieder wirklich beim Publikum beliebt wird. Und mittlerweile sind wir 50 Mitglieder bei unserem Verein, beim Akko Natternbach und über 5-6 Gemeinden, also bis Mühlviertel-Niederraner, bis Everding, bis Kopfing, also wir haben wirklich Zulauf und mir freut es am meisten, dass wir sie die Akkordeon Hochburg von Oberösterreich nennen dürfen und das ist schon für uns eine riesengroße Ehre. Brown girl in the ring, die Akko-Mitglieder zeigten auch, dass sie Talent zum Samba-Tanzen haben, aber ihre Faszination gehört dem Akkordeon. Ich bin jetzt selber schon mittlerweile 20 Jahre dabei und ja, es macht einfach Spaß, es macht Freude. Es sind super Leute dabei, man kommt gemütlich zusammen und kann musizieren und das ist das Tolle dran. Ich sage immer, man kann einstimmig spielen, genauso wie
also nicht Trompeten oder Klarinetten oder so. Dann kann man aber auch zweistimmig spielen. Man kann auch dreistimmig spielen und man kann mit alle fünf Fingern was spielen und man kann sich selber dazu begleiten. Und das macht es ganz prädestiniert für ganz viel Art von Musik. Das Faszinierende am Akkordeon ist, das ist das Instrument, das man am Körper trägt. Das Einzige, was ich weiß, das trägt man am Körper und somit ist das mit dem Körper verbunden und kann man schöne Musik machen. Alles tiptop neu und hochmodern ausgestattet im Autohaus Daxl in Andorf. Viel Wert wurde vor allem auf die Atmosphäre gelegt. Man soll sich schließlich wohlfühlen auf der Suche nach dem Fahrzeug seiner Träume. Und Träume können ja bekanntlich schnell Wirklichkeit werden, besonders wenn sie zufällig im Angebot sind. Hier steht ein Honda Civic. Das Auto hat eine sehr gute Ausstattung, Multifunktionslenkrad, Klimaautomatik, Tempomat. Was das Auto ein bisschen ausmacht, ist das, weil es den größten Kofferraum seiner Klasse hat und auch hinten viel Platz für die hinteren Passagiere. Und das Interessante bei dem Auto ist jetzt das, dass wir das Auto jetzt in der Aktion haben. Wir haben aus dem Auto eine Tageszulassung gemacht und wenn man sich vorstellt, dass das Auto 21,5 neu kostet und Sie kriegen das Auto jetzt um 14,99, dann ist es wirklich ein sehr, sehr interessantes Angebot. Interessant ist es aber nicht nur bei den lukrativen Angeboten, sondern auch in der Werkstätte. Denn hier kann sich jedes Auto sehen lassen. Wir reparieren den großen und ganzen, sagen wir, alle Fahrzeuge, jede Marken. Sind Vertragswerkstätte für Kia und für Honda. Muss ich sagen, haben da eigene Lackiererei und eigene Spenglerei im Haus. Also wir können, sagen wir, durch die Bank alles machen. Mehr Infos finden Sie unter www.daxl.at oder noch besser, einfach vorbeischauen. Und wir bleiben gleich beim Thema Auto, zwar etwas ältere, aber nicht minder beeindruckende, nämlich es geht um Oldtimer. Der Kiwanis-Club Großkirchen veranstaltet eine Oldtimer-Rallye am 25. April. Da geht es natürlich um die Autos, aber auch rundherum ist einiges los, Christoph Holzinger. Ja, es geht vor allem um Oldtimer, aber auch um Sportwagen. Schöne Cabrios, Roadster, die bei der Rallye teilnehmen dürfen. Wir beginnen um 8 Uhr in der Früh mit einem Oldtimer-Frühstück. Da sind die Teilnehmer recht herzlich von uns eingeladen, mit uns zu frühstücken. 9 Uhr ist der Rallye-Start. Dann geht es auf die Strecke mit einem Roadbook bewaffnet. Man muss da einige Stationen absolvieren und wir werden sehen, wie geschickt die Teilnehmer sind. Von dem wird es dann auch abhängen. Mhm. Rahmenprogramm sonst noch? Rahmenprogramm, wir haben einen Oldtimer-Bus, den wir von der Firma Heuberger zur Verfügung bekommen. Jedes Jahr, so auch wie in den letzten 2 Jahren, da können Kinder mitfahren in diesem Bus, aber bitte vorher anmelden, weil es limitiert ist. Natürlich. Mhm. Wunderbar. Die genauen Anmeldemodalitäten schauen wir uns dann gleich noch an. Vorher machen wir einen kurzen Abstecher in die Eurotherme, die eine traditionelle Partnerschaft mit dem LASK verbindet. Der LASK und die Eurothermen, eine Partnerschaft mit Tradition. Im Paradiso Bad Schallerbach wurden Medienvertreter über die neuesten Kooperationen informiert. Wir unterstützen den LASK wirklich seit vielen Jahren, sind der Regenerationspartner des LASK. In unseren Eurothermen bieten wir alles das, was der LASK braucht zum Thema Regeneration, bei den Therapiebereichen, auch in den Thermen natürlich. Und wir haben in der Kooperation definiert, dass die Spiele, die wir sponsern, 2 pro Saison, dass die mit 4:1 gewonnen werden. Das hat im Herbst schon ganz gut geklappt gegen Innsbruck. Ein besonderes Highlight findet derzeit in Bad Hall statt. Dort sind im Moment die U20-Nationalspieler von Brasilien und den USA untergebracht, die in Oberösterreich ein Vorbereitungsturnier spielen. Ja, die Kooperation ist da zum Beispiel zustande gekommen, dass wir von der Aspire, sage ich jetzt, nach Katar eingeladen wurden, hier ein Trainingslager abzuhalten oder, sage ich jetzt, einmal teilzunehmen. Eine weitere Folge war eben dann, dass die Kataris jetzt gesagt gehabt haben, sie möchten ein Vorbereitungsturnier hier in Oberösterreich mitspielen und da ist der LASK, sage ich jetzt einmal, als Organisator mit aufgetreten. Vor allem wird man da sportliche Qualität
sehen, die in dem Nachwuchsbereich da noch nicht so war. Die Eurotherme Bad Hall selbst ist mehr als gut gerüstet für die prominenten Gäste. Eurothermen-Gäste sind immer exklusive Gäste und werden alle wie Profis behandelt natürlich. Ja, die haben natürlich auch Sonderwünsche, ist ganz klar, wie viele unserer Gäste, aber dazu sind wir ja da, dass wir diese erfüllen oder übererfüllen sogar. Die Kooperation hat auch der LASK eingefädelt über die Aspire Academy in Katar, weil die U20-Weltmeisterschaft in Neuseeland vor der Tür steht und da gibt es ein Vorbereitungsturnier und das wurde von den Kataris nach Oberösterreich zu uns her verlegt und wir haben jetzt die Brasilianer zu Gast und dann Ende April kommt das Nationalteam der USA. Weil ganz genau das soll ja hiermit entstehen, wirtschaftliche Synergien und ein Netzwerken und so, dass unsere Sponsoren auch davon profitieren und hier unsere Partner dann, so wie die Aspire Academy, hier dann die Mannschaften hier einquartiert. Herzlich willkommen bei Elektro Klimstein am Rathausplatz in Bad Schalerbach. Mein Team und ich möchten Sie gerne zu unserer Hausmesse von 20. bis 24. April einladen. An all unseren Hausmessetagen bieten wir Ihnen Fachberatung, zum Beispiel Montag und Mittwoch die Firma Jura mit ihren Kaffeeköstlichkeiten. Am Dienstag kommt die Firma Bytronic und LG mit den neuesten Trends im Audio- und Videobereich, sowie am Donnerstag und Freitag die Firma Miele für uns und mit uns kocht. Die Hausmesse findet in einem besonderen Rahmen statt. Und zwar feiern wir das 60-jährige Bestehen der Firma Klimstein. Zu diesem Anlass bieten wir unseren Kunden einige Produkte um 60 Euro und als besonderes Highlight gibt es eine Glückstombola, wobei jeder Einkauf gewinnt. Das Team von Elektro Klimstein freut sich sehr auf Ihren Besuch. Es wird bunt und die prächtigen Balkonblumen der Gärtnerei Meier sorgen für Glücksgefühle bei allen Blumenliebhabern. Grüß Gott, liebe HT1-Zuseher, ich darf Sie heute aus unserer Gärtnerei Naftang begrüßen. Ich möchte mit Ihnen einen Rundgang durch unsere Glaseisen machen. Da zeigen wir Ihnen, wo wir unsere Balkonblumen produzieren, was es Snacks gibt, wie man eine Fensterblumenkistel richtig bepflanzt und was da auch dann beim Düngen zu beachten ist. Hier werden echte Blütenträume wahr und in dieser Saison gibt es natürlich auch spezielle Trends. Einer der Trends 2015 bei den Balkonblumen, das sind sicher wieder die Sphenia oder die kompakten Sorten, die Sweetonia, wo die Johnny Flame zum Beispiel, die da in der Hand halt dazugehören und die sind bei den Kunden sehr beliebt, dass sie sehr reich blühen sind. Die gibt es natürlich in alle möglichen Farbkombinationen von Schwarz-Gelb über Lila mit Kardinalrot dabei oder Rot-Weiß, da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Genau wie beim Kistelsetzen, es geht eigentlich alles, was gefällt. Gewusst, wie lautet die Devise beim Pflanzen und die Profis der Gärtnerei Meier wissen, wie es geht. Lisa, was gibt es denn bei der Pflanzung der Balkonkistel zu beachten? Wichtig ist eine gute Erde. Wir füllen das Kistel zuerst halb voll, dann geben wir Langzeitdünger ein. Unsere eigenen Pflanzen, die sind gesund und vital, setzen wir einfach in das Kistel und dann füllen wir nur mit Erde auf. Wichtig ist bei der weiteren Pflege, gerade bei den Sophinien, einen Eisendünger verwenden für viel Blüten und gesundes Laub. Balkonblumen in den schönsten Farben und Formen, von schlicht bis üppig, über einfarbig bis knallig bunt. Und es gilt, erlaubt ist, was am besten gefällt. Genießen Sie die sommerlichen Blumenfreuden für Ihren Balkon aus der Gärtnerei Meier. Ja, Sie sehen, die Balkonblumensaison ist eröffnet und wir freuen uns, wenn wir Sie im Floradies in Schlüsselberg oder in der Gärtnerei Meier in Offenbach begrüßen dürfen. Mit dem Oldtimer quer durchs wunderschöne Hausruckviertel, der Kiwanisclub Christkirchen macht es möglich. Die Oldtimer Rallye findet am 25. April statt. Wenn man mitmachen möchte, worauf muss man achten? Es ist ganz einfach. Man kann sich entweder online anmelden unter www.
kiwanis-classic.at, ganz leicht zu finden, oder eben bei mir im Geschäft unter der Telefonnummer, die überall auf den Plakaten steht. Wunderbar. Und die Einnahmen kommen natürlich wie üblich bei Kiwanis einem wohltätigen Zweck zugute? Das stimmt. Diese Einnahmen von der Rallye kommen auch zu karitativen Zwecken. Wir haben derzeit ein großes Projekt, das heißt Rolli Markus. Vor allem Kinder sind bei uns, wie auch der Leitspruch sagt von Kiwanis, wir bauen Kinder eine Brücke. Also verwenden wir das auch für sowas. Wunderbar. Also eine schöne, wunderbare Veranstaltung zu einem guten Zweck. Was will man mehr? Da wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen. Herzlichen Dank. Manche Momente. Verpassen. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. Der neue Ford Focus erwartet Sie mit noch markanterem Design und einem athletischen Auftritt. Auch das Interieur zeigt einen neuen Look. Weniger und mehr. Im neuen Ford Focus erwartet Sie mehr Technik, wie zum Beispiel der aktive Einparkassistent. Das Ergebnis ist der innovativste Ford Focus aller Zeiten. Freuen Sie sich darauf und lernen Sie ihn kennen bei Autohaus Ford Danner in Grieskirchen und Gaschpolzhofen. Sieben von zehn Oberösterreichern leben am Land, der Großteil in einer der 442 Gemeinden des Landes. Aber was tun, wenn immer mehr Junge ihr Dorf oder ihre Gemeinde verlassen, in die Stadt ziehen und nicht mehr zurückkommen? Was tun gegen die Landflucht? Das Projekt Freiraum, ein sogenannter Think Tank, eine Denkfabrik nach amerikanischem Vorbild, ist auf der Suche nach Antworten, gemeinsam mit internationalen Experten. Die Stadt, der Ort, wo es alles gibt. Infrastruktur, Arbeitsplätze, Unterhaltung, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Abwechslung für die Freizeitgestaltung. Das Land, der Ort, wo es anderes gibt. Erholung, Ruhe, engere soziale Verflechtungen, ehrenamtliches Engagement und meist die Familie in der Nachbarschaft. Was fehlt? Nicht überall gibt es eine gut ausgebaute Infrastruktur oder eine gute öffentliche Anbindung. Oft heißt es, einen langen Weg auf sich zu nehmen, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Und oft fehlen auch leistbare Wohnungen. Jemand, der in die Stadt geht, will vielleicht einen gewissen Grad an Anonymität und der aufs Land geht, will wieder einen gewissen sozialen Bezug. Und ich glaube, genau diesen Teil braucht die Gesellschaft vielleicht intensiver auch wieder im 21. Jahrhundert. Es kann nicht alles der Staat regeln. Hier brauchen wir das bürgerschaftliche Engagement und das möchten wir auch fördern. Künftig sollen junge Menschen noch mehr Ausbildungen am Land machen können und später dort auch Arbeit finden. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir leider auch in Oberösterreich einige Gemeinden haben, wo ein konkreter Abzug stattfindet, wo mehr Leute wegziehen, als letztlich dann auch wieder neu geboren werden. Und daher ist es natürlich für uns eine Herausforderung, die wir auch gemeinsam angehen wollen und wo es natürlich darum geht, die Region mit Wirtschaft, mit Wohnqualität, aber auch mit Lebensqualität im Sinn von sozialen Kontakten, Vereinsleben, vom bürgerschaftlichen Engagement zu stärken, sodass dort auch wirklich junge Leute sich eine Perspektive sehen. Dass junge Menschen immer mehr vom Land wegziehen, soll laut Experten auch daran liegen, dass ein Großteil ihre Ausbildung in der Stadt absolviert. Diese eindimensionalisierte Ausbildung, alles über Hochschulreife zu machen, ist ein Fehler. Sondern man muss gucken, also erstens mal ein Stück ja auch, was braucht die Wirtschaft? Und die braucht eben nicht nur Eierköpfe, also Intellektuelle. Benötigt werden künftig noch mehr junge Menschen, vor allem mit handwerklichen Qualitäten, ganz nach dem Motto, seine Stärken stärken. Oberösterreich hat mit seinen ländlichen Regionen auch Chancen für die Zukunft, die die Stadt so nicht hat, sei es im Tourismus oder als Energieproduzent. Ein Kasteldenken, also nur Region und nur Stadt und nur Wirtschaftspolitik und nur Arbeitnehmerpolitik, das wird sicher nicht der Zug der Zeit sein, sondern die Dinge müssen ineinander greifen. Es wird ein Miteinander der verschiedenen Sachbereiche sein. Damit das Landleben in Oberösterreich auch weiterhin gut funktioniere, müsse jedoch künftig investiert werden. So das Projekt Freiraum, eine Denkfabrik für Oberösterreich. Dafür stehen heuer rund 850 Millionen Euro zur Verfügung, die unter anderem für den ländlichen Raum ausgegeben werden sollen. Zwei interessante Freizeitprojekte stehen jetzt am Programm. Meine Kollegin Elisabeth Grabmeier fragt beim Kulturforum Landl ganz genau nach. Und davor unterhält sich Uli Steinmassl mit Dieter Kocher über den
Weg zum Ich. Am 26. April wird in der Tourismusgemeinde St. Agatha der Wanderwirkungsweg, der Weg zum Ich, eröffnet. Dazu heute meine Studiogäste Dieter Kocher, Tourismusobmann von St. Agatha und Bürgermeister von St. Agatha, Franz Weißenböck. Herzlich willkommen. Der Weg zum Ich ist eigentlich ein außergewöhnlicher Name. Wie kommt es eigentlich zu diesem Namen? Ja, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, dass man die Menschen wieder mehr in die Natur bringt. Jeder nutzt sein Handy immer mehr und mehr, und unser Ziel ist es, dass die Leute einfach in die Natur rausgehen und sie mit sich selber beschäftigen, und da ist die Idee entstanden für den Weg. Wie kann man sich das vorstellen? Aus wie vielen Stationen besteht eigentlich dieser Weg? Aus 8 Stationen besteht der Weg. Der beginnt im Hotel Kocher, da ist der Start. Dann geht es über den schönen Ort St. Agatha. Und dann kommt man auf den Steinhügel. Das ist also eine schön angelegte Oase mit Teich. Und da ist die zweite Station, das ist, sind so Auraskulpturen. Das ist ein Granitstein in einer Silhouette von einem Menschen, wo man durchgehen kann, wo man eben auch die Kraft des Steines spüren kann. Ein Highlight von diesem Themenweg ist ja der Meditationshügel. Was kann man sich da genau vorstellen? Werden da geführte Meditationen gemacht oder kann da jeder, ist für jeden da zugänglich? Ist für jeden zugänglich. Es ist eine Pyramide aufgestellt worden, wie gesagt, der höchste Punkt in Ezing. Sehr schöner Ausblick, und als Highlight noch zusätzlich dazu kann man eine geführte Meditation erleben. Da gibt es einen Startknopf, dann dauert es 2-3 Minuten, dann beginnt eine Stimme zu sprechen, macht meine Frau, hat die Meditation geschrieben und ist auch aufgenommen worden. Und da kann man sich wirklich fallen lassen, die Augen zumachen, genießen. Wie lang war da eigentlich Bauzeit von diesem Themenweg? Bauzeit war circa ein Jahr bei dem Projekt. Und möchte mich nochmal recht herzlich bei der Firma Häuserer bedanken. Franz, du bist ja Bürgermeister von der Tourismusgemeinde St. Agatha. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass man so einen Themenweg baut und durchführt? Ja, wir sind Tourismusgemeinde aufgrund unserer Betriebe in der Gemeinde, und es ist ja der Donausteig errichtet worden vom Verband Donau-Oberösterreich, und daher hat man Highlights gesucht. Und da ist man aufgrund der schönen Lage natürlich auch auf St. Agatha gestoßen. Und wir haben uns dann Überlegungen gemacht, wie können wir das umsetzen. Es hat Ideen gegeben von auswärts. Wir haben an diesen Ideen gefeilt und eigentlich unsere eigenen Ideen dort eingebracht. Und ich darf mich da ganz herzlich beim Herrn Kocher bedanken, der sehr, sehr viele Ideen da hat einfließen lassen. Franz, am 26. April wird da jetzt der Themenweg eröffnet. Was können sich die Besucher da erwarten? Ja, bereits ab 12 Uhr besteht die Möglichkeit für unsere Gäste vom Hotel Kocher weg, diesen Weg zu bewandern. Und um 14 Uhr wird dann am höchsten Punkt bei der Pyramide der Festakt stattfinden. Wird in etwa eine Stunde dauern, dieser Festakt. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass der Herr Landeshauptmann Dr. Josef Bühringer diese Öffnung vornehmen wird. Dann können wir nur hoffen, dass der Petrus es mit euch gut meint, dass die Sonne scheint, dass ein schönes Wetter ist und dass viele Besucher zu euch nach St. Agatha kommen. Danke für euer Kommen. Kultur zur Baumblüte liefern seit 16 Jahren die Landlwochen, heuer vom Freitag, dem 24. April, bis Sonntag, dem 10. Mai. Mehr Informationen dazu gibt es jetzt bei mir im Studio. Ich darf herzlich begrüßen Magister Kurt Tischlinger, der Obmann des Kulturforums Landl. Herzlich willkommen bei uns. Grüß Gott. Ja, auch die diesjährigen Landlwochen bieten wieder einen bunten Veranstaltungsreigen in der Region. Am Freitag, dem 24. April, startet das Ganze mit dem großen Eröffnungskonzert in der Evangelischen Kirche in Wallern. Ja, Wallern feiert heuer sein 1200-jähriges Bestehen, und deshalb machen wir heuer die Eröffnung der Landlwochen in Wallern.
mit traditionell mit der Hausrockphilharmonie, aber mit einer Christkirchner Künstlerin, nämlich Laura Jungwirth, das ist aus dem Bezirk Christkirchen, eine Bratschistin, die im Bruckner-Orchester angestellt ist und dieses Landlwochen eröffnen wird. Heuer wieder ein Highlight ist natürlich der Landltag im Landschloss Parz. Man kann sagen, musikalisch wie kulinarisch wieder ein Hochgenuss. Am Sonntag, dem 3. Mai, ist es soweit. Ja, traditionell ist ein Höhepunkt der Landlwochen dieses Volksmusikantentreffen im Schloss Parz. Heuer wieder mit ungefähr 30 Musikgruppen aus dem ganzen Bezirk, die sich angemeldet haben. Es sind Volkstanzgruppen, Chöre, aber natürlich auch Musikgruppen. Das Ganze beginnt um 10.15 Uhr mit der Heiligen Messe und nach der Heiligen Messe beginnt dann das Programm. Auf 4 verschiedenen Bühnen wird bis um 19 Uhr circa Volksmusik erklingen. Ich habe gesagt, musikalisch ein Hochgenuss, aber auch kulinarisch. Ich glaube, die Bäuerinnen, die werden wieder groß aufkochen, oder? Ja, es gibt dort einfach die regionale Küche, die einfach zum Landltag dazu passt. Ja, und dann am Muttertag wird auch für die Mütter einiges geboten, nämlich zwei ganz tolle Veranstaltungen. Die eine ist die Eröffnung der Kurorchestersaison in Bad Schalabach. Der Musiksommer feiert 20-jähriges Jubiläum und deswegen wird auch Landeshauptmann Josef Püringer bei diesem Konzert anwesend sein. Und die zweite Veranstaltung am Muttertag ist eine Gedenkveranstaltung für zwei große Christkirchner Künstler, die beide 2005 verstorben sind, nämlich Hans Hofmann Yps und Wolfgang Pöttinger. Und dazu wird es eine Veranstaltung in der Galerie Schloss Parz geben am Sonntag um 19 Uhr zum Gedenken an diese beiden großen Künstler. Informationen zu den Landlwochen gibt es ja im Internet unter www.landlwoche.at und aber auch in diesem ganz, ganz tollen und mittlerweile schon sehr bekannten Folder. Sie haben ihn in der Hand. Da findet man das ganze Programm. Wo gibt es diese Folder? Ja, den Folder gibt es vor allem in allen Bankstellen der Raiffeisenbanken und Sparkassen im Bezirk Christkirchen. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Studiogespräch und wünsche natürlich erfolgreiche Landlwochen. Danke sehr. Wir sind über 70.000 Sekunden Musik pro Tag. Und wir spielen keinen Hit doppelt bei der Arbeit. Wir sind pro Tag über 4.400 Sekunden Nachrichten aus Österreich und der Welt. Wir bringen jede halbe Stunde die aktuellsten Wetter- und Verkehrsinformationen. Wir sind Ihr mobilstes Medium und sind täglich 24 Stunden für Sie on Air. Wir bringen Sie zum Lachen, Weinen, Staunen und Träumen. Wir sind Kino im Kopf. Täglich und das mit ungeahnter Leidenschaft. Sie sind wir und gemeinsam sind wir Radio Arabella. Österreichs größter Premium-Poolpark lädt zur Hausmesse von 24. bis 26. April 2015. Keramikpools, Poolüberdachungen, Poolwalks, Terrassenüberdachungen und vieles mehr. Von 24. bis 26. April im Alukow und Kompass Poolpark in der Dr. Koststraße 17 in Wels. Freitag, 24. April 19:30 Uhr, Evangelische Kirche Wallern. Der Musiksommer präsentiert die Hausruckphilharmonie. Sie eröffnen die Landlwochen 2015. Mehr Infos unter www.musiksommerbadschalabach.at oder am Kartentelefon unter 07249 72 071. Die Oberösterreichische Thermenholding feiert 10. Geburtstag und alle dürfen mitfeiern. Zum Beispiel mit einem gratis Geburtstagsschnitzel im April in der Salzkammergut-Therme Bad Ischl. Einfach Geburtstagspass in einer der Euro-Thermen abholen und genießen. Sonntag, 26. April 19:30 Uhr, Atrium Europasaal Bad Schalabach. Der Musiksommer präsentiert Franz Posch und seine Innbrückler. Mehr Infos unter www.musiksommerbadschalabach.at oder am Kartentelefon unter 07249 42 071. Nicht verpassen! Von 22. April bis 10. Mai steht in der Tuba in Christkirchen frischer, heimischer Everdinger Spargel und Co. für Sie auf dem Menüplan. Mehr Infos unter www.mangelburg.at. Zugunsten der Flüchtlingshilfe im Bezirk Christkirchen veranstaltet die Gemeinde Weizenkirchen am 9. Mai einen Benefizlauf. Start ist um 9.30 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Mehr Infos unter www.weizenkirchen.at.
Multikraft präsentiert. Diesmal als Sondertermin zum Saisonstart. Freitag, 24. April von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Start mit allgemeinem EM-Vortrag für alle Neueinsteiger und EM-Interessierte. Anschließend alles über Urban Gardening. Gemüse und Kräuter auf kleinstem Raum anpflanzen. Kostenlos mit Kaffee und Kuchen. Das war's für heute wieder von uns. Für Sie im Namen des Teams sage ich danke, dass Sie hereingeschaut haben. Ihnen noch eine gute Zeit, passen Sie gut auf sich auf und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei HT1 und News aus Ihrer Region.